Moin, ihr Lieben. So, ich bin hier immer noch am rum experimentieren. Irgendwie gefällt mir das ja alles. Ich würde gern diese Lücke, die stört mich. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir diese Lücke einfach zukriegen. Moment mal. Geht das denn wenigstens? Mal was gucken. Ja, als Dach. Als Dach würden wir sie zukriegen. Platzieren. Geht das auch zufällig noch? Halt. So. So. Und. Okay. Und was hier? Hier ist mir das egal im Grunde genommen. Das passt hier leider nicht rein. Das wäre schön, wenn das gepasst hätte. Aber. Vielleicht geht das so besser. So. Gute Frage. Ich weiß, Leute, es ist hier jetzt gerade ein bisschen. Aber irgendwie möchte ich das hier gerne. So, dann könnte man das hier alles benutzen für die ganzen Pflanzenwelt oder sowas. Könnte man reinsetzen. Man könnte auch das Haus dann erweitern. Also man hat mehrere Möglichkeiten. Der ist auch nicht schlecht. So. Da könnte man was draus machen. Ganzen Beete hier hinsetzen könnten, wäre natürlich super. Hätte man hier wirklich an einem Punkt alles. So, hier kann man ja rein und raus. Das ist ja okay. Wenn das echt hinhaut, das wäre nicht schlecht. Du brauchst ja nur ein Dings, ja. Könnte man da hin die ganze Reihe machen. Wie so einen kleinen Garten alles. Oder man könnte einen kleinen Garten daraus bauen. Schön mit Umzäunung. Und dann könnte man da hinten die großen setzen und vorne die etwas kleineren pflanzen. Auch ein bisschen mehr Platz. Das könnte man alles anheben als große Terrasse. Na, ja. Könnte man hier überall die Wände setzen. Wenn das hinhaut. Also auf der Höhe haut das auf jeden Fall hin. Könnte hier auch eventuell passen. Ah, hier dran würde es hinhauen. Dann schön mit dem Geländer da oben. Dann hätte man. Das müsste gehen. Ich müsste nur noch wissen, ob ich die Samen dann alle bekomme, die ich brauche, um das wieder alles neu anzubauen.
diesen Holz, bis der Arzt kommt. Ja. Da brauche ich Eisenholz, bis der Arzt kommt. Könnte man das alles machen? Gut. Was haben wir denn noch? Ah, siehste. Wir können gleich schlafen gehen. Dann können wir uns voll futtern. So, das kann weg, das kann weg. Der kann weg, der kann weg. Das kann auch weg. So, der kann dahin. Und das kann dahin. Der kann weg. Wasser holen, das hat ja geregnet. Entschuldigung. Ah, schön. Nehmen. Nehmen. So, haben wir jetzt auch ein bisschen Wasser. Das wäre es, glaube ich, angebracht. So, und dann können wir hier oben wirklich eine schöne Terrasse draus bauen. Soweit es möglich ist. Die Treppe kann dann da hinten runter. Bob. So. Und dann hätten wir da oben unsere ganzen Trocknungsstelle und so alles da oben. Da hätten wir die Gartenabteilung. Hier könnten wir dann unsere Sachen herstellen. Den Holzblock würde ich dann hier hinten hinsetzen. Mit dem ganzen Holz, was man da einlagern kann. Hier haben wir unsere Wasser. Hier sind die Schiffe. Ja, also man könnte... Ist ein ehrgeiziges Projekt, aber es würde gehen. Ja. Jo, das ist schon mal schön. Das klingt gut, was ich da versuche. So, wir schlafen. Oh, es hat schon wieder geregnet. Gucken. Wasser nehmen. Moment. Das ist gut. Wasser. Wasser des Lebens. So, Wassertank hinzufügen. Du bist voll. Das ist gut. Jetzt haben wir alle Behältnisse voll. Nehmen. Haben wir. Das nehmen wir auch mit. Super. Also wassertechnisch sind wir jetzt wieder gut auf. So, das Geländer verschwindet. Wir nehmen den hier mal eben weg. Nee, nehmen wir nicht weg. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. So, und da ist so ein Strohdach dann. Ja, warum nicht? Gut. So. Da drauf. So, wir gehen jetzt wohl ernährt in die Karibik. So. Alles ist voll. Wir haben, das haben wir, das haben wir. Wasser haben wir. Dies haben wir. Die Waffen sind aufgerüstet. Dann werden wir, warte mal eben, nehmen wir nochmal zwei von denen mit. Wasser können hier rein. Bop, bop, bop. Das sieht gut aus. Kohle haben wir auch. Medikamente haben wir. Da haben wir was zum Anzünden im Notfall. Zwei kleine Reparaturkits. Wir haben unser Taucherdings. Wir haben unsere Gasmaske. Theoretisch.
Nee, nicht theoretisch, auch praktisch. Könnten wir unser Eisen besorgen. Eisenbaum und so weiter und so weiter. Das machen wir jetzt auch einfach. Da. Wir gehen auf F. Wir setzen Segel. Gehen dahin, dahin. Und setzen uns. Eisenbaum. Gut. Bestätigen. Auf geht's. Mal wieder ein bisschen Action. War hier nicht irgendwie. Wir wollen mal gucken, vielleicht können wir die Höhle kartografieren. Beginn. Nein, können wir nicht. Schade. Weil irgendwas war doch hier, was uns hier ein Problem machen könnte. Gut, das können wir uns alles später mitnehmen. Hier haben wir auch so ein bisschen. Okay, hier könnten wir einfach uns eigentlich häuslich einrichten. Gut, das ist dieser Baum. Kamille. Eigentlich hat man hier alles, was man braucht. Das haben wir. Da ist auch ein biegsamer Baum. Da ist nichts. Alles klar. Dann hier haben wir ein paar Bananenblätter. Was ist hier noch? Salbei. Gut. So, dann lass uns mal eben was einstecken. Was brauchen wir denn mal? Wir nehmen mal ein Essen mit. Trinken haben wir. Wir nehmen mal zwei Verbände mit. Davon nehmen wir einen mit. Pomatrank nehmen wir mit. Rindergebräu. Also Mücken habe ich hier noch nicht entdeckt. Gesundheit. Da haben wir den Heiltrank für. Behandlung gegen Arme. Also wegen Wind. Nee. Gegen Sonnenbrand eventuell. So, dann würde ich sagen, ihn hier auch noch mal einmal mit. Dann haben wir ein bisschen was. Hier brauchen wir erstmal nichts außer das hier. Dann suchen wir uns jetzt mal das Eisen, ne? Herstellung, Inventar. Gehen wir mal los. Gut, Harpune hätte ich nicht mitnehmen brauchen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Fische auf dem Land haben. So, ich will mal eben kurz noch ein Thumbnail machen für das Video. Los geht's. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie auf Gegenwehr stoßen oder ob wir Glück haben. Ach, wir sind hier hinten, genau. Sieht ja geil aus, wa? Wow. So. Wir genießen jetzt einfach mal die Zeit. Wir laufen jetzt hier lang.
und hoffen, dass wir hier irgendwas finden, was uns weiterbringt. Das ist Dings. Na, weiterbringen nicht, sondern wir werden hier. Ich höre die Schlange schon wieder irgendwo. Da ist nur so ein Steinvorkommen. Das gibt Zweige. Gut. Ich weiß, ich habe gesagt, ich nehme mal alles mit, aber geht im Moment nicht. Weil wenn ich gleich Eisen. Was war das? Hab ich mich erschrocken. Du dummes Vieh. Gut, dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Bisschen vorsichtiger sein. Yep, sehr vorsichtig. Gegen Schlangenbiss habe ich natürlich nichts mit. Aber dürfte aber ausreichend. So, da ist Feuer. Das ist ein normaler Baum. Jetzt weiter. Ach, für den Ingenieur und den Doktor müssen wir noch finden. Da hinten ist der erste Puma. Ich versuche an ihm mal taktisch dran vorbeizukommen. Ohne dass er mich entdeckt. Ah, er hat mich schon gesehen. Sind dran vorbei. Hoffe ich. So, hier ist auch nichts. Ups. Was war das denn für eine Struktur? Nehme ich mit. So, haben wir auch. Da unten ist alles Dings. Das ist da. Das wird ja lustig, mal wieder nach Hause zu finden, ne? Da eigentlich hoch? Nein. Ach, die Wutz. Da ist schon wieder so ein Schweinchen. So, lass mich. Wir müssen erstmal hier gucken, wo wir jetzt irgendwie Eisen finden, um voranzukommen. Scheiße, ich bin schon überladen. Weiß, wenn ich Eisen finden sollte, habe ich ein Problem. Puh. Wir laufen
muss aufpassen, dass mir hier keiner jetzt hier gleich das Genick abbeißt. Da oben ist ein Tempel. Und ich bin wieder völlig überladen, ich Trottel. Ja, ist egal. Oh. Da ist ein Hund. Okay, du rennst schon mal weg. Da hast du mal was Positives. Zu quaken. Jetzt wird's dunkel, Leute. Jetzt wird's dunkel. Okay, komm her. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Okay, die sind hier versteinert, ne? So, hier gehen wir gleich weiter. Das ist ein schönes Nummer 3. Schönes Sandmehl. F6. Ne. So. So, jetzt geht's rund, mein junger Hund. Sehr dunkel. So, es tut mir leid, Leute. Es ist wirklich extrem dunkel hier gerade. Kann ich nichts machen. Oh. Also dunkler ging es nicht. Muss ich gleich mal gucken. Hier ist schon seine Knochenhöhle. Also hier hat er sich... Oh, was haben wir da? Danke. Ah. Knochen. Fallen lassen brauche ich nicht. Dass ich schon wieder überladen bin, das nervt mich gerade wieder. Essen. Das nervt mich etwas. So. Kann ich hier wirklich nichts? Doch, ich könnte. Moment mal. Ah. Für 16 Stunden. Die könnte ich alle anzünden. Das heißt, ich muss wieder zurück zum Schiff. Ich muss nur gucken. Geht's hier denn weiter? Bald zum Schiff ist ja nicht weit. Halt die Fresse. Kannst ja den Arsch hier bei mir verbrennen, aber mehr auch nicht. Aua! Das war nicht lustig. Ich sollte meine Dings anmachen. Oh ja, ich hab's mir gedacht. So, wir gehen mal eben zum Schiff zurück. Ich hoffe. Ja. Oh, das geht aber eigentlich vom Weg her. Na, ihr Ratten. Das geht vom Weg her. Oh, habe ich auch was gegen Verbrennung mit? Nein, natürlich nicht. Ah. Wie soll es auch immer anders sein? Mal gucken. Da müssen wir mal eben unser Anzünder mitnehmen. Plop. So. Tabak. Hier haben wir schon mal. Verwenden. Hm. So. Gegen Schlangenbiss. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und
Wir schlafen mal kurz. So, das geht hier rein. So, den brauchen wir nicht. Da haben wir unser Lampenöl. Das kann da rein. Das kommt alles mit. Gut, dann sehen wir wieder etwas fit. Ja. So, den können wir mal eben essen. Zack. Trinken wir auch noch ein bisschen was. So. Und dann sieht es wieder gut aus bei uns. So, ich habe uns leer gemacht, ne? Ja. Wir nehmen mal den Anzünder mit. Und das nehmen wir mit. So, 17 Kilo. Anzünder mit, das habe ich mit. Gut. Unsere Wunden können wir, alles klar. Besser geht's nicht. Gibst du mir denn Wärme ab? Nö. Macht er natürlich nicht. Okay. Wir müssen uns aber auf den Weg wieder zurück machen. Das ist wichtig. So. Mal gucken, ob wir da irgendwie Licht in die Bude reinkriegen. So. Und nicht übers Feuer laufen. Vogel sehe ich nicht, das ist okay. So. Hier ist nichts. Das nehmen wir mit. So, auf die Treppe. Oh, guck mal, ist ja relativ schnell, dass man hierher kommt. Oh, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Tag. Hm, wird schon wieder alles dunkel. Aber. Okay. Das. Mal eh zünden. Guck mal, das ist doch gut. Dann kann man auch ein bisschen was sehen hier, ne? Ja, nicht viel. Ist doch bestimmt sowas wie ein Buch versteckt. So. Wozu habe ich meine Fackel? Bestimmt nicht zum Angucken.
Wärst du mich darauf? Nein. So, wir gucken uns mal eben hier ein bisschen um. Ich weiß, das Video wird schon wieder länger. Da ist ein bisschen Ton. Da ist nichts. Auch nichts. Und ich höre schon wieder diesen komischen Jaguar irgendwo. So, hier ist nichts. Alles dunkle Seite, aber man hört nichts. Oder man sieht nichts. So, hier ist auch nichts. Da ist wieder ein bisschen Ton. Aber um Ton mache ich mir keine Sorgen. Das ist das Einzige, wo ich darüber mir keine Gedanken mache. Hier ist auch ein bisschen zerbrochen. Da liegen auch zwei Leichen. Okay. Da ist nichts. Das ist das, was ich eben erlebt habe. So Leute, ich mache jetzt hier erstmal Ende. Und wir sehen uns das nächste Mal. Gehen hier weiter. Also ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend. Und bis demnächst. Ciao.